Lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen, was seit gestern heftig diskutiert wird. Es geht um den Entwurf des Armutsberichts. Den gab es schon im September, und zwar aus dem Hause von Ursula von der Leyen. Dann ist er in die Ressortabstimmung gekommen, jetzt war er bei Ihnen. Und jetzt wird Ihnen vorgeworfen, Sie haben ihn geschönt. Stimmt das? Nein, wir haben unsere Position vorgetragen, haben sie eingebracht. Das ist eine gemeinsame Position der Bundesregierung. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Wirtschaftliche Institute, wissenschaftliche Institute sagen, die Schere zwischen Arm und Reich ist eher kleiner geworden, gerade aufgrund des guten Wachstums in den letzten beiden Jahren. Andere sehen das anders. Das muss man dann eben nicht nur diskutieren, sondern sich von den Zahlen ansehen. Das haben wir getan. Hat die Bundesregierung einen Entwurf gemacht. Angepasst klingt ganz schön. Sie haben einige Passagen auch gestrichen, und da wollen wir uns mal eine kurz anschauen. Eine solche Einkommensentwicklung verletzt das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Tja, gestrichen bei Ursula von der Leyen war er noch drin, bei Ihnen jetzt nicht mehr. Sieht die Arbeitsministerin etwas, was Sie nicht sehen? Also ich hatte eine andere Vorstellung davon, und wir haben nochmal deutlich die Zahlen auf den Tisch gelegt und gesagt, die Einkommensentwicklung ist besser geworden. Wir haben deutlich mehr, auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Das muss sich natürlich dann auch widerspiegeln. Und ich finde, es geht unserem Land so gut wie noch nie, ist es überhaupt in der Geschichte unserem Land ging. Und wenn man dann Passagen drin hat, die den Eindruck vermitteln, es würde den Menschen schlecht gehen, wir hätten soziale Unruhen, was auch immer, dann wird das der falsche Eindruck sein. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen die Wirklichkeit schon abbilden. Darüber haben wir diskutiert und dann eben nochmals gemeinsam entschieden. Nicht nur Frau von der Leyen, sondern auch das Wirtschaftsministerium. Texte kann man verändern, und das kennt man aus den Ressortabstimmungen, dass sich dann nochmal das ein oder andere tut. Wahrheiten aber eigentlich ja nicht. Dann haben Sie offensichtlich zwei unterschiedliche Zahlen oder zwei unterschiedliche Perspektiven. Wäre es nicht hilfreich beim nächsten Mal? Wir haben nicht unterschiedliche Wahrheiten, sondern wir haben ja einen gemeinsamen Text gefunden. Ich will das mal festhalten. Das ist ein gemeinsamer Entwurf der Bundesregierung. Und das Entwurfsstadium, darüber hat man immer zu diskutieren. Das ist übrigens ein normaler Vorgang. Aber das Ergebnis, will ich nochmal festhalten, ist eine gemeinsame Beschlusslage der Bundesregierung. Unabhängige Kommission kommt für Sie nicht in Frage? Das ist immer ein Armutsbericht. Da wird die Bundesregierung gefordert sein, den vorzulegen. Und der muss natürlich dann auch diskutiert werden im Parlament. Ist ja nicht so, dass wir einfach sagen, das ist jetzt unsere Position und die stimmt. Gott gegeben, regierungsgegeben, sondern das muss schon noch diskutiert werden. Herr Rüster, weil wir gleich mit Griechenland weitermachen, noch eine Frage. Morgen werden Sie